Herzlichen Dank. Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrtes Publikum, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu meinem Antrittskonzert. Fühlt sich ein bisschen an wie letzter Teil Diplomprüfung, aber das wird schon. Als Liedbegleiter oder wie man heute auch teilweise sagt, als Liedpianist, kommt man normalerweise nicht alleine auf eine Bühne. Und das soll sich auch gleich ändern, denn man kann die Liedbegleiterei nicht alleine machen. Man braucht paar Partner, Partnerinnen, Sängerinnen, Sänger oder manchmal auch Instrumentalisten. Und ich bin sehr froh, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen hier von der Hochschule bereit erklärt haben, mir beizustehen sozusagen und hier heute Abend mit mir für Sie zu musizieren. Ich werde Ihnen so zwischen den Blöcken immer zwei, drei Sätze nicht zum Programm, sondern zu den Akteurinnen und Akteuren sagen. Den Anfang macht Professor Thilo Dahlmann. Thilo und ich kennen uns schon viele Jahre. Wir haben beide in Köln an der Musikhochschule unterrichtet. Dann bin ich nach Frankfurt gegangen, dann wurde Thilo in Frankfurt Professor. Und jetzt hat er zum Glück seine Professur in Frankfurt aufgegeben und für eine Professur hier in Stuttgart am Haus eingetauscht, worüber wir uns sehr glücklich schätzen können, ein wunderbarer Kollege. Das wäre das Stichwort gewesen, Thilo. Thank you.
In Ihrem Programmheft stehen als Sänger oder als Ausführende Studierende, Lehrende und Gäste. Bei Gäste handelt es sich nur um eine, und zwar um Sarah Wegener. Und Sarah ist auch nicht wirklich ein Gast. Sarah ist meine langjährige Duopartnerin, musikalische Weggefährtin seit vielen Jahren. Wir haben mehrere CDs zusammen gemacht und sie ist auch eine Alumna dieser Hochschule, das muss man auch mal sagen, also ein Eigengewächs hier der HMDK. Ich bin sehr froh, dass die Sarah sich heute bereit erklärt hat zu singen, denn sie hat einen Trauerfall in der nächsten Familie, aber wollte trotzdem als Freundschaftsdienst hier mit dabei sein, was ich ganz wunderbar finde und wofür ich mich sehr bedanke. Wie Sie im Programmheft sehen können, wir haben in der zweiten Hälfte nur Lieder von Strauss und Korngold. Sarah wird den sängerischen Part dieser zweiten Programmhälfte übernehmen. Und in der ersten Hälfte sind es nur englische Lieder. Die ganzen Lieder dieses Abends heute sind von Komponisten, die Zeitgenossen waren, geschrieben worden. Alle Komponisten sind dann auch in einem Zeitraum von ungefähr 15, 20 Jahren hintereinander gestorben. Die Liedbegleiterei ist eigentlich sonst ein Genre, wo man mit sehr, sehr vielem, sehr großem Repertoire zu tun hat, von bis. Wir haben uns für dieses Konzert heute für einen kleinen Ausschnitt entschlossen.
Danke sehr. Die nächsten zwei Stücke liegen mir sehr am Herzen. Die wollte ich gern in dem Programm drin haben. Das sind zwei Duette von Rafe Vaughan Williams, die ich während meinem Studiums in Zürich kennengelernt habe und auch in meiner Abschlussprüfung unter anderem damals musiziert habe. Bei der Konzeption dieses Abends war es mir wichtig, dass ich auch ein paar Studierende mit einbinden kann, die heute Abend hier musizieren werden. Und ich bin sehr froh, dass Lars Tappert und Joshua Bernbeck sich bereit erklärt haben, diese zwei wunderschönen Duette heute Abend hier zu singen. Lars Tappert studiert im Master bei Professor Teru Yoshihara und Professor Bernhard Epstein. Und ich habe ihn über meine Arbeit hier mit der Liedklasse kennengelernt und wir arbeiten seit zwei Semestern zusammen, was mir viel Freude macht. Joshua ist ein Stuttgarter, wie er im Buche steht, musikalisch sozialisiert im CIS und dann nach Frankfurt gegangen, um bei Professor Thilo Dahlmann zu studieren und ist jetzt wieder zurückgekommen mit seinem Lehrer und ist jetzt auch wieder hier in Stuttgart. Er ist noch ganz jung, ist in Mitte seines Bachelorstudiums erst. Und das Schöne ist bei Joshua, ich kann Ihnen auch sagen, dass der auch ganz anständig Klavier spielt, denn ich war sein Klavierlehrer, als er als Jugendlicher auch Klavier gespielt hat und das war gar nicht schlecht. Das wäre jetzt euer Stichwort gewesen und ich freue mich, dass Lars Tappert und it was an hour and this was with a hand.
Wenn man über englisches Lied nachdenkt und sich mit englischem Lied beschäftigt, kommt man um Edward Elgars Sea Pictures nicht herum. Diesen Zyklus von 5 Liedern gab es zuerst in einer Klavierfassung und dann in einer Orchesterfassung, die heute die wesentlich bekanntere Form ist, große Symphonieorchester und Altstimme. Das ist ein ganz wunderbares Stück und ich habe das auch mit Klavier häufiger gespielt, aber fand immer, dass es ein bisschen mager, Entschuldigung, Edward Elgar, der Klavierpart etwas wenig aussagekräftig ist. Und so habe ich mich daran gemacht, dieses Stück für Klavierquintett und Stimme einzurichten, zu arrangieren. Und das ist jetzt eine Premiere heute Abend, dass wir das zur Aufführung bringen, was einfach wunderbar ist, da wir hier an der Hochschule natürlich nicht nur über tolle Sängerinnen und Sänger verfügen, sondern auch über sehr nette, tolle Kolleginnen und Kollegen der Instrumentalunterrichte und der Instrumente, die sich bereit erklärt haben, mit mir zusammen mitzuspielen. Das sind allen voran Professor Anke Dill, Geigenprofessorin hier im Haus, Eduard Sonderecker, auch an der Violine, Till Breitkreuz mit der Bratsche und Zoltán Paulich, Cello. Es schließt sich hier für mich auch so mancher Kreis, denn Anke und ich haben zusammen studiert in Lübeck vor vielen Jahren und sind uns jetzt hier sozusagen am Haus wieder begegnet und ich finde es ganz großartig, dass wir das zusammen machen können. Singen wird Marion Eckstein, Gesangsprofessorin hier an der HMDK. Mit Marion habe ich das erste Mal vor ungefähr 10 Jahren beim SWR was aufgenommen und auch da schließt sich für mich so ein Kreis, dass man immer wieder diese Menschen wieder trifft und diese Sängerin wieder trifft und wieder zusammenarbeiten kann. Wenn man am Abend vor dem Konzert noch am Ende der Probe unterhält man sich immer noch so ein bisschen, was ziehen wir an? Bei uns Männern ist es relativ einfach einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte oder keine Krawatte. Die Sängerinnen sprechen sich dann vielleicht noch ab mit der Farbe, dass es sich nicht zu sehr beißt. Das Schöne ist, dass Elgars Sea Pictures bei der Uraufführung gesungen wurden von einer damals sehr berühmten Sängerin Clara Budd, eine Engländerin. Das Ganze war 1899 und diese Sängerin trat tatsächlich in einem Meerjungfrauenkostüm samt Flosse auf. Ich habe das gestern Abend der Marion noch gesagt. Wir können also jetzt
gespannt sein, ob sie da in diese Richtung was unternommen hat oder nicht. Wir werden das jetzt sehen. Viel Vergnügen.
Thank you.
Ich noch